Hallo und herzlich willkommen zum Mittwochs unterwegs in Haiger. Ich stehe gerade vor der Wachenbergschule hier in Allendorf, der Grundschule. Da hatte ich heute Morgen Unterricht und bin immer wieder gerne auch dort, weil es auch Spaß macht, mit den Kindern zusammen zu sein. Manchmal ist es auch anstrengend, aber meistens macht es Spaß. Jetzt in der Corona-Zeit ist alles gar nicht so einfach. Für die Kinder jetzt hier zu lernen unter diesen Bedingungen ist schon eine Herausforderung. Aber vielen gelingt es auch gut. Entscheidend ist vor allem eins, aber auch für uns, die wir hier in der Region wohnen, wo lernen wir weiter? Und wo lernen wir als Christen und als Kirche weiter in unserem Leben? Nämlich wie wir Gott gut vertrauen können, wie wir miteinander in einer guten Art und Weise umgehen können, wie wir unseren Weg als Kirche und Gemeinde gehen. Eine ganz wichtige Erkenntnis ist die, aus meiner Sicht, bei all den Herausforderungen, vor denen wir stehen, nicht nur auf organisatorische Fragen zu schauen, nicht nur auf finanzielle Fragen zu schauen, nicht nur auf personelle Fragen zu schauen, nicht nur auf knapper werdende Ressourcen zu schauen, sondern zu Füßen dessen zu sitzen, von dem wir die wichtigsten Impulse bekommen, die wir brauchen, um gut weiterzugehen als seine Kirche, von Jesus. In Lukas 10 wird erzählt von Maria und Martha. Sie setzen sich Jesus zu Füßen. Ganz kurz aber nur die Martha. Die springt sofort auf und sagt, ey, oh Moment mal, ich muss ja erstmal bedienen. Ich muss erstmal in die Küche. Ich muss erstmal hantieren. Ich muss erstmal bewirten. Dieser Aktionismus, den brauchen wir vielleicht in unserer Kirche auf der einen Seite schon, aber auf der anderen Seite erstmal das Hören. Maria, sagt Jesus, hat das bessere Teil erwählt. Sie sitzt zu den Füßen von Jesus, hört ihm zu, verbringt Zeit mit ihm. Und aus dieser erfüllten Zeit mit ihm geht sie hinaus mit neuer Kraft, mit neuer Zuversicht, mit neuer Weisheit, mit neuer Energie und mit neuen Ideen. Das wünsche ich uns für unsere Kirchen hier im Haigerer Raum auch, dass wir zu Füßen Jesu sitzen, seine Worte hören, dass wir mit ihm sprechen, Zeit mit ihm verbringen und dass wir auf dieser Basis eine wirklich starke Zeit miteinander erleben und dann auch erleben, wie er sein Reich baut, mit uns, nicht an uns vorbei, sondern mit uns, durch uns und auf ihn hin, sodass wir mitstaunen dürfen, dass er selber präsent ist in unserem Leben. Was wollen wir lernen? Dass das Wichtigste bleibt, zu seinen Füßen sitzen. Ich wünsche allen, die das jetzt sehen, ganz viel Mut, ihm zu vertrauen.